Wie alles begann, von George R. Martin bis zu Roberts Überstand, Roberts Rebellion und Bürgerkrieg, bis Roberts Rebellion den ihren König von eisernen Thron stürzte. Das ist eine ganz ausführliche Chronik. Und dann haben wir ja noch Aufstieg und Fall, Targaryen, Aufstieg des Drachen, ist auch ganz toll. Die illustrierte Geschichte einer Dynastie, erstes Buch. Und dann haben wir noch das Buch von George R. Martin, die Welt von Game of Thrones, Westeros, die Welt von Eis und Feuer, Game of Thrones, das ist ganz toll. Also die Bücher kann ich nur empfehlen, wie Feuer und Blut von George R. Martin, das ist echt toll. Also das erzählt die ganze Chroniken vom Haus Targaryen, von Ausstieg und Fall des Hauses. Ich kann dir nur mal empfehlen, mal das zu lesen. Das sind die besten Bücher von George R. Martin, neben das Lied von Eis und Feuer. Ich habe sie selbst mal gelesen. Also das ist eine umfassende Chroniken über das Haus Targaryen und Westeros. Neben das Lied von Eis und Feuer hatte George R. Martin auch die Bücher geschrieben. Die sind echt toll. Das ist auch das Wappen, der dreiköpfige Drachen von Haus Targaryen. Und es ist echt super, die Bücher mal wieder zu lesen, wie Feuer und Blut, worauf auch die neue Serie House of the Dragon spielt. Also kauft euch mal die Bücher, die sind echt super von George R. Martin, worauf auch die Game of Thrones und House of the Dragon Serie basiert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Lesen dieser tollen Bücher.